Begonnen hat's im Paradiese. Der Apfel wurde zur Devise und zum Symbol für gutes Leben. Doch oft verboten war er eben. Und immer wenn etwas verboten, verlangen danach viele Pfoten. So haben einst in Griechenland die Hesperiden wohl bekannt, goldene Äpfel gut bewacht bei Tag und auch bei Nacht. Der Herakles konnte es nicht glauben und wollte diese Äpfel rauben. Jedoch der Haken an der Sache, im Garten lag ein großer Drache. Die Hesperiden lachten lässig und mit den Äpfeln war es Essig. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die ebenfalls von Äpfeln spricht. Es ließ sich einst am Berge Ida der müde Hirte Paris nieder. Er wollte sich ein wenig sonnen und träumte von des Lebens Wonnen. Doch im Gefolge eines Lärmes erschien der Götterbote Hermes. Mein lieber Hirte, du, gib Acht und hör mir zu. Drei Weiber kommen gleich zu dir, der schönsten gibst den Apfel ihr. Die erste war die Göttin Hera, der Zeus, ihr Gatte und Ernährer. Die zweite hieß Pallas Athene, das war so eine mittelschöne. Und in dem Weiberbund die dritte, das war die schöne Aphrodite. Da ließ der Paris sich nicht lang bitten und warf den Blick auf Aphroditen. Das ärgerte die anderen viehisch, sie schimpften los, natürlich griechisch. Der Paris gab den Apfel ihr, die anderen schrien, wir fluchen dir und Troja wird bald untergehen. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Schon bald gibt es ein Mordstheater. Der Priamus ruft an, sein Vater. Paris, komm ganz schnell nach Haus. Der Sparta-König Menelaus hat deine alte Tante gestohlen. Die musst du holen, die musst du holen. In See gleich sein Schinakel sticht, trotz Regensturm und schlechter Sicht. Und Paris, dieser Einfallspinsel, er landet bald auf einer Insel. Doch die gehört dem Menelaus. Zum Glück ist dieser nicht zu Haus, nur vor dem Tempel, hast du Töne, liegt nackig Helena, die Schöne. Die Helena schaut an den Hirten, beginnt sofort mit ihm zu flirten. Sie denkt, ob sie's mit Alkohol macht, so wie's Diana mit Menthol macht. Doch nachzudenken hat keinen Sinn. Sie stellt sich vor, sie legt sich hin, er nimmt sie mit und auch ihr Geld. Und so vergessen sie die Welt. Während sie so nach Troja trieben, lustvoll eng umschlungen blieben, auch Menelausens Geld verprassten, beging sie dieser sehr zu hassen. Denn längst hat er die Schmach erfahren und rauft die Haare sich tiran. Es bauten nun die alten Griechen, man konnte schon die Rache riechen, ein Pferd, auf das der Grieche stolz war, obwohl es nur aus Sparlholz war. Es war das reinlichste von allen, denn es ließ keine Äpfel fallen. Mit dem fuhren sie nach Troja rein und schlugen alles kurz und klein. So rächte sich der Menelaus. Und dann war's aus. Und dann war's aus. Und jetzt ist's aus.